immer, immer wieder. Alassane Plea und schwupps drinnen. Erster Schuss, erstes Tor, 10. Minute. Schöner Leberhaken für die erfolgsverwöhnten Münchner. Die Borussia aus Gladbach ruft beim FC Bayern nicht immer nur positive Erinnerungen hervor. Wie zuletzt. Da fertigte der Rekordmeister die Fohlen im eigenen Stadion mit 5:1 ab. Doch es lief nicht immer so wie im März dieses Jahres. Schon im zweiten Jahr unter Pep Guardiola waren die Gladbacher das einzige Bundesliga-Team, gegen das die Bayern nur einen Punkt in 2 Spielen holten und im Folgejahr wieder sieglos blieben. Hahn! Und Hahn bleibt in der kurzen Ecke! Und Borussia Mönchengladbach gleicht aus. Borussia Mönchengladbach bleibt zum 4. Mal in Folge unbesiegt gegen Bayern München. Ein 1:1 nach einem 1:3 in Gladbach. Pep in seinen letzten 4 Duellen mit der Borussia sieglos. Carlo Ancelotti bricht den Mini-Fohlenfluch. Doch nach 2 knappen Siegen verlieren die Heinkes Bayern im Winter 2017 erneut in Gladbach. Niederlage Nummer 1 für Jupp Heynckes in seinem 6. Bundesligaspiel in dieser Saison. Die Reaktion in München trifft die Gladbacher aber heftig. Mit 1:5 werden sie nach Hause geschickt, revanchieren sich dann aber im letzten Jahr mit einem deutlichen Auswärtssieg in der Allianz Arena. 3:0 in München während der Wiesn, das ist ein Hammer! Das jüngste 1:5 aus Gladbacher Sicht könnte also wieder für eine Reaktion der Fohlen sorgen. Im Spitzenspiel gegen den Rekordmeister haben sie ja zuletzt immer mal wieder für unschöne bayerische Erinnerungen gesorgt.